Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf die allererste Folge Arctic Warrior. Ein unglaublich geiles und auch hartes, schweres Format von Otto. Die erste Folge ist draußen. Wir dürfen direkt drauf reagieren. Es gibt keine 24-Stunden-Regel, weil schon viele Fragen. Ich habe mit Otto geschrieben und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich so sehr, dass Sascha dabei ist. Das ist jetzt immer ein, aber wird wahrscheinlich gleich erklärt. So ein kranker Partner, ne? Paramount Plus echt stark. Ich habe gefühlt, also ich muss zu meiner Verteidigung erstmal sagen, ich habe alle Serienanbieter, die es gibt, abonniert und ich habe gefühlt schon für alle Werbung gemacht. Und Paramount Plus finde ich auch klasse. Also wenn ihr auch noch einen Partner sucht, ich habe euch von Tag 1 abonniert und habe schon 5 Serien durchgeschaut. Kann ich euch ans Herz legen. Was ist mit TOS? Ey, ich liebe diese Umgebung da, ne? Das ist so krass. Allein dieses, ich find's so heftig. Boah, minus 25 Grad. Alter, ich kann in 2160 schon. Ich war 12 Jahre Soldat, Fallschirmjäger und dann im Spezialzug, also einer spezialisierten Einheit. Hab nach der Bundeswehr trotzdem noch eine Menge Outdoor immer noch gemacht und hängt da mein Herz dran. Und so vor knapp anderthalb, ja, nicht ganz 2 Jahren, hab ich überlegt das Ganze, weil nach der Bundeswehrzeit habe ich erstmal zivil weitergemacht, das Ganze mal auf YouTube hochzuladen. Also Touren zu machen, über die Bundeswehr zu reden, weil ich tatsächlich noch Reserveoffizierenwärter bin. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So kam ich halt auch mit vielen anderen in Berührung aus dem Bereich so Outdoor, YouTuber, bin ich abonniert, Feinprojekt hoch. Hier Leute, einmal rübergehen. Support da lassen beim Video, liken, Kanal abonnieren, Kommentar schreiben, ja, ist geil. Unter anderem so ein Ocean Warrior, das war so der von dieser Warrior-Serie so der erste Gedanke. Das war noch recht einfach zu planen. Hatte dann das Glück, zu Seven vs. Wild eingeladen zu werden, also Europas größtes YouTube-Projekt. Durfte das auch gewinnen oder konnte das auch gewinnen. Und hatte immer schon im Kopf, ey, jetzt will ich auch einfach große Projekte machen. Und da kam die Idee zum Arctic Warrior. Alter, war das eine heftige Show. Arctic Warrior. So ein Scheißwetter. Das ist eine tödliche Umgebung hier. Das Gelände sagt dir mit jedem Meter, die du hier zurücklegst, ey, du gehst hier nicht her, verpiss dich. Alter, das ist viel zu spät. Ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Wir sind in einer tödlichen Klimazone und wir 8000 Likes plus gemacht? Nee, oder? Ey, du wirst hier nicht her. What? Was war das denn? Von 19.000 auf 31.000 Likes? Hat jetzt alle das geliked? So, nein, das hat doch nicht so gut. Hat grad. War schon vorher? Okay, gut. Gut, gut. Piss dich. Alter, das ist viel zu spät. Ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Wir sind in einer tödlichen Klimazone und wir vermischen hier, ich sag mal, diese zivile Welt. Es hieß ja immer ein Noob und ein Pro, aber alle Noobs, die dabei sind, sind auch alle ultra krass. Mit dem Militärischen. Das Allerbeste. Die müssen ja geisteskrank viel Strecke zurücklegen, was ja unglaublich anstrengend ist, mit der ganzen Ausrüstung zu tragen. Da haben die anderen schon echt einen fetten Vorteil. Das sind ja teilweise Extremsportler und so. Was wirklich die Bundeswehr. Außer Sascha, das ist das Witzige. Die beste Möglichkeit natürlich außerhalb in der Natur, das zu machen, ist einfach drauf zu pissen. Brennt ein bisschen, aber ist gut. So. Lich. Am ersten Tag schon so in der Scheiße. Zieh schon meine Hände aus. Und so fühlt sich an.
nicht gut. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Die draußen geht's echt um die Wurst. Ah, Evil Jared auch dabei. Es wird einem bewusst, wenn man draußen ist und die erste Nacht in der Kälte verbracht hat. Das ist kein Spaß. Minus 37 Grad. Wieder draußen. Los. Erstmal. Los, Schnapper. Ich weiß, bis jetzt sind wir die. Wann waren die denn da? Die es überlebt haben. Wir tauen unsere Zahnpasta auf, weil die wieder eingefroren ist. Ich finde es krank, was wir machen müssen, ne? Dunkel aus. Wie bekloppt ist das eigentlich? Zurück und jetzt. Wir skippen mal hier hin. Wir wollen nicht zu sehr gespoilert werden. So. Ach. Okay. Jetzt auf Weg und holen die Teilnehmer ab. Die Profis sind ja schon da. Ich hoffe, sie sitzen alle im Flieger. Ich bin gespannt, ob sie alle ankommen oder nicht gleich rumdrehen, wenn die Tür aufgeht und man spürt die Kälte. Ich freue mich schon richtig drauf. So eine Idee von so einem Arctic Warrior oder von einer Durchführung kann man ja gar nicht alleine alles machen. Möchte ich ja auch gar nicht, weil ich möchte mit Absicht auch als Teilnehmer drin sein, um gar nicht zu wissen, was passiert denn da alles ganz genau. Und wen habe ich da an meiner Seite? Ich habe einmal natürlich einen Sebo. Alter, Sebo. Wie siehst du denn aus? Sebo Mastermind. Geil. Ich bin der Sebo. Shut up, please. Otto und ich haben 2002 kennengelernt, seitdem sind wir Best Buddies, Einsätze durchlebt. Ich habe mit ihm die verrücktesten Lehrgänge gemacht, war mit ihm im Einsatz gewesen. Wir haben nahezu jeden Überlebenslehrgang der Bundeswehr zusammen gemacht. Das härteste, was wir zusammen gemacht haben, ist der internationale Combat Survival. Das heißt Resistance Against Interrogation, Widerstand gegen Verhörmethoden, 10 Tage alleine ohne Nahrung, jede Nacht eine Marschstrecke von ja, bis zu 50 Kilometer, Otto wahrscheinlich mehr, weil er macht viel über die Fitness und nicht über das Orientieren. Und am Ende dann eine Gefangenschaftsphase von 36 Stunden mit Stresspositionen, hat gefordert, hat gebissen. Aber haben wir beide geschafft. Ich kann mich einfach 1000% auf ihn verlassen. Ich leite die gesamte Veranstaltung, ich habe alles erkundet, ich habe es organisiert, ich habe das Sicherheitskonzept erstellt und treffe hier alle Führungsentscheidungen. Ich kann jeden überholen und auch den Otto überholen, jemanden aus dem Format rauszunehmen, wenn die Gesundheit es erfordert. Acht Teams müssen 4 Nächte und 5 Tage in der arktischen Wildnis überleben. Dabei müssen sie täglich einen Marsch von mindestens 8 Kilometern und eine Challenge absolvieren. Nach einem Punktesystem können sich die Teams für das Abschlussrennen einen Distanzvorsprung erarbeiten. Wer dieses Rennen gewinnt, ist Arctic Warrior 2023. 8 Kilometer ist halt unvorstellbar krank. Da sind selbst 200 Meter, wenn der Schnee so hoch liegt. Völlig bekloppt. Wirklich. Yes, Digga, wie groß ist denn Evil Jared? What the fuck? Otto ist doch schon über 1,90. Einfach 2 Meter. I feel a little underdressed. Underdressed, yeah, due to feel the temperature outside. My name is Jared Hasselhoff und ich bin ein ehemaliger professional alcoholic. Sidekick von Joko und Klaas. Auch, ich habe auch ein bisschen Musik gespielt. Eli schreibt, er hat Angst vor Bären, Alter. Ich verarsche ihn einfach. Wunder. Bro, Bären sind friedliche, wundervolle Tiere. Und sehr scheu, schreibe ich einfach. Brauchst keine Angst haben. Klingt vielleicht auch noch eine Ausrede. I'm with a B. Backstreet Boys or Baja Men or Bloodhound Gang or whatever it was. Oh, Digga. Jägermeister. Ja, ja, es gibt einen Kerl, heißt Knossi. Er ist, ich denke, ein YouTuber. Und wir sind befreundet, weil er will eine Band machen. Und er dachte, okay, ich will den besten Bassspieler möglich haben. Und ich liebe den Akzent. Warum ist der Akzent so geil? Scheiße, Eli schickt mir einen Artikel wie von dem, was ich gerade erzählt hatte, wo der Bären einen Jogger getötet hat. Er hat echt Angst vor Bären. Also Bären wären da unser kleinstes Problem. So ein Bärenangriff passiert nur alle 10 Jahre. Du musst nicht schneller als der Bär sein, Komma, nur schneller als ich, Zwinker-Smiley.
Das motiviert ihn, wenn man auch mal zuzwinkert. Nicht verfügbar, so Knossi hat zu mir gekommen. Und Knossi, ich denke, ist befreundet mit Otto. Und ich verstehe kein Wort, aber es ist super, ich höre ihn super gerne zu. Otto hat meine Nummer von Knossi bekommen und hat mich angerufen. Und ja, ich dachte, es war Knossi. Und er hat, oh ja, Knossi, was immer du willst. Ja, ich habe Probleme mit deutschen Akzenten. Ich dachte, es war Knossi. So, oh ja, jetzt bin ich endlich auf Knossis YouTube-Channel. Und dann kam er und sagt, oh, oh, ist Otto. Hi. Schön, dass du da bist. Ihr seid ja gut angekommen? Wir sind sehr gut angekommen. Okay, geile Haarfarbe. Schön, dass du da bist, Mann. Alles gut. Digga, what the fuck, warum sind da alle 2 Meter? Ah ne, das ist nur Sascha, der Lütte. So, es ist nicht so kalt. Es geht wirklich. Ich hab mit langer Hose oder was? Wie groß ist er denn jetzt wieder? 2,04 Meter oder was? Was ist los, Mann? Ich hab eine lange Hose an. Servus. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass ihr da seid. Keine verloren gegangen. Bitte Gerd. Servus. Yvonne, aus Köln. Cool. Bayern. Na jetzt. Also wir haben einen großen Reisebus draußen, verlegen erstmal zur Haupthütte, wo wir was essen können. Ihr kriegt die ganze Ausrüstung erstmal. Das Team ist natürlich schon da, die anderen Einweisungen, noch ein kleines Präsentchen, um weiter voranzukommen, sodass ihr auch mit warmen Klamotten rein starten könnt. Digga, Sascha hat jetzt schon die Lippen weiß und blau. Heilige Scheiße. Krass. Bei Sascha ist echt wenig dran. Der hat nicht so viel Isolation. Da habe ich zu ihm gesagt, 50 Kilometer mache ich nicht mal im Monat. Meine Maximalstrecke beträgt vom irgendwie Schlafzimmer zum Klo wieder zurück und vielleicht mal maximal in die Küche. Aber ich freue mich, es wird super. Hey, ich bin Sascha, ich bin 28 Jahre alt geworden. Ich mache YouTube-Videos seit... Sascha ist auch schon 28, stimmt, witzig. Ich mag das, wie alle alt werden. 9 Jahren, 2014 habe ich angefangen im September. Bis heute mal weniger, mal mehr. Und das ist meine Tätigkeit. Ich habe 2 Mal draußen geschlafen, aber im Sommer. Das ist ja nochmal was anderes. Das Einzige, was ich an Outdoor-Erfahrung mitbringe, an der Bushaltestelle mal eine halbe Stunde auf den Bus warten. Aber auch schon ein paar Jahre her. Also ich kann es mir so wenig vorstellen, dass ich euch jetzt gerade nicht mal so ein Gefühl geben kann, dass ich draußen schlafen werde. Das geht nicht. Also ich sage, es ist auch nicht möglich. Stimmt. Ich kann sehr viel relaten. Wir haben ja genau das Gleiche durchgemacht. Sogar auch mit Otto zusammen. Wir werden auch safe die gleiche Ausrüstung haben. Aber muss ja irgendwie, ne? Angelcamp Survival, Digga, die hatten da so einen Truck, so ein Wohnmobil-Luxusgerät mit Boxspringbetten drin, so ein Wohnwagen dafür 6 Millionen Euro, so ein Luxus-Tourwagen mit allem drum und dran. Die hatten da einen Wohnwagen, der war besser als eure Wohnung. Holy shit, das zählt doch nicht als Survival. Da kamen jeden Tag die besten Köche überhaupt. Und das war im Sommer. Das war wie Urlaub. Setz mich auch von hin. Ich hatte in den 90er Jahren, früher 2000 Jahre, es gibt lange, lange Tracte von Zeit, dass ich dich erinnern kann, weil ich so ein Alkoholiker war. So, ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ich habe für 6 oder 7 Tage draußen geschlafen, aber wenn wir machen es diesmal, es ist das erste Mal nüchtern, dass ich draußen schlafe. Nüchtern ist gut. Aber war damals die Temperatur? Wie war die Temperatur damals? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass es ein bisschen warmer war, wenn ich meine Hose gepinkelt habe. So, das ist meine Geheimwaffe für hier. Okay, rein. Das ist egal, das ist Survival-Erfahrung. Er erinnert sich an mich, er hat draußen komplett besoffen gepennt und hat sich eingepisst. Das ist ein wahres Survival-Profi. Heute geht es um die Wildcards, also quasi um euch als Community. Wer ist von euch mit dabei? Also ich habe ein Bewerbungsvideo gemacht. Ich bin Franziska, bin 35 Jahre alt. Meine Entscheidung fiel dann aufgrund einer Bauchentscheidung auf Franziska. Hilft nur temporär. Als ob es smart ist, sich einzupissen, Mann. Das war natürlich ein Witz. Boah, es ist so kalt draußen, ich pisse mich jetzt jeden Tag ein. So. Also diese Kälte, ich glaube, so ein auf die Schlagkälte haben, so ins kalte Wasser rein oder irgendwas so, das stelle ich mir spannend vor, das ist nur überwinden. Aber wenn sich die so in den Körper reinfrisst, also wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil mir so kalt ist und ich mich einfach nicht warm kriege, diese Vorstellung, ja.
ich habe Respekt vor der Kälte dort und bin einfach gespannt, was auf mich zukommt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und sehen, was das alles mit sich bringt, was die Situation so hergibt. Es ist halt eine Seven vs. Wild Nachmache. Den letzten habe ich so komplett wegbeleidigt, der das geschrieben hat. Dich banne ich einfach nur. Und ich werde es auch nicht nochmal erklären. 10 Minuten Timeout kriegt er. Ne, er hat mal einen Permaban bekommen. Es ist alles anders. Oh Gott. Ich bin die Lolo-Maus. Ihr könnt mich aber auch gerne Anne Lolo nennen. So nennen mich meine Freunde. Ich habe mich hier beworben zum Arctic Warrior. Und habe die Wildcard bekommen und das ist wirklich für mich eine Riesenehre, die Community vertreten zu dürfen. Ich freue mich am meisten wirklich auf das Wetter. Also ich hoffe, wir haben gutes Wetter, denn dann ist es umso schöner. Was ist denn gutes Wetter? Also mit gutem Wetter meine ich, dass wir hoffentlich vielleicht mal das Sonnenlicht erhaschen können. Ich glaube, das wird so balsam. Wann waren Sie genau da, als wir da waren? War es ja, dass die Sonne nicht mehr aufgeht. Also es war mal hell, aber man hat die Sonne nicht mehr gesehen. Und es war auch nur kurz hell. Will die Seele sein. Ich bin Yvonne, ich komme aus Köln und bin als Schauspielerin aktiv. Der Otto hat mich kontaktiert. Und ich habe recht spontan und naiv zugesagt. Otto hatte mir das ganze Format kurz geschildert. Ich war ja schon beim Ocean Warrior dabei. Und ich die ist von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich bin ja tendenziell jemand, ich liebe Herausforderungen. Und er hat mir das erzählt. Ich habe gesagt, klar, ich mache mit, ich bin dabei. Sag mir nur wann und ich bin am Start. Sofort. Mein Name ist Stefan Pütz. Ich bin Profisportler. Camp MMA, Mixed Martial Arts. Mir hat dieser Competition-Gedanke, diese Challenge, diese physische Challenge schon immer gefallen. Dieser Facettenreichtum dieses Sports ist so faszinierend, weil man einen Kampf auf so viele Arten und Weisen gestalten kann. Das möchte ich machen, das ist genau mein Ding. Du meinst mit Gestalten deinen Gegner. Genau, kampfunfähig machen. Ja. Es gibt jede Menge Möglichkeiten beim MMA. Es gibt Submissions, also Aufgabegriffe, Würgegriffe, Hebel auf die Gelenke. Ja, es gibt den klassischen Rear Naked Choke, also ein klassisches Beispiel für eine Submission, für einen Aufgabegriff, wo man mit einem Würgegriff arbeitet, ist zum Beispiel ein Rear Naked Choke. Das heißt, ich habe den Rücken des Gegners und schnüre sozusagen die Sauerstoffversorgung, Blutzufuhr zum Gehirn ab. Und dadurch kommt natürlich dann eine Aufgabe zustande des Gegners. Der erklärt das so voll sachlich, so wie so eine Aufgabe des Gegners zustande kommt. Und dann schaut man sich die Aufnahme an, wie es passiert. Beide komplett blutunterlaufen, Auge weggeplatzt. Beide komplett im Arsch und er macht den Gegner einfach halb tot, damit er bewusstlos ist. Aber er erklärt das gerade sehr sachlich. Wenn er klug ist in dem Moment, weil er sonst einschläft und ich habe den Kampf damit gewonnen. Ich glaube, es wird nicht viel geben. Ja. So ein paar gefrorene Bären, die man irgendwie ausgraben wird. Mein Name ist Alex, ich komme aus Kaiserslautern und führe einen YouTube-Kanal mit dem Thema Abenteuerreisen. Das ist doch kein Noob, hä? Wie krass ist der denn? Eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Ich bin wahrscheinlich der erste Kandidat, der gefragt wurde oder eingeladen wurde für den Arctic Warrior. Da war ich damals in Madeira und habe die Inselüberquerung gemacht. Und genau an dem Tag hat sich ein riesen Felsen gelöst, direkt über mir. Ich musste um mein Leben rennen. Also ich bin echt um mein Haar fast gestorben. War eine Riesensache auf Madeira auch. 15 Minuten später, in etwa 20 Minuten später, hat sich Otto bei mir gemeldet, weil ich unter seinem Kommentar für den Ocean Warrior mich beschwert habe, wieso gab es kein Bewerbungsverfahren. Und dann haben wir... Im Vergleich zu den ganzen Militärs sind das halt schon Noobs.
Ja, aber im Vergleich zu Sascha ist er ein ultimativer Riesenprofi. Schnell die Nummern ausgetauscht, telefoniert und genau, geplant war für den Ocean Warrior. Und er hat mir von seinen Plänen erzählt, dass es einen Arctic Warrior geben wird. Und ich habe mich dann sofort, okay, wenn dann Arctic Warrior, da sehe ich mich. Ich glaube, das wird auch eins der größten Challenges, so der Hunger. Also essen kann ich alles, da habe ich eigentlich kein Problem damit. Aber es sollte halt irgendwas geben, was nach essen kann. Wird man schon was finden? Keine Ahnung. Ja, ich bin der Gerd. Durch ein paar glückliche Umstände, sag ich jetzt mal, habe ich die Chance eben gekriegt, dass ich erstens einmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine paralympische Skimannschaft gibt und ich auch den Kontakt herstellen konnte. Und da war ich dann das erste Mal dabei und das war natürlich genau meins. Schon einiges erlebt. Dann bin ich ja in der Tat der Älteste hier. Alt, behindert. Einschneidend war natürlich der Unfall mit 19 Jahren, wo ich den Arm verloren habe und meine Hand so schwer verletzt habe. Also dann wurde auch der Zeh transplantiert. Sein Zeh? Wusstest du gar nicht. Sein Zeh. Lol, krass, das geht? Also ich habe immer noch 10 Zehen. Ich hoffe, ich habe nach dem Event auch noch 10. Wenn von den anderen einer sich einen Finger erfriert, ist das vielleicht scheiße, aber bei mir wären es halt dann 50% von der Hand. Das ist ziemlich bitter. Also das darf nicht passieren. Da hätte ich schon Schiss davor. Ja, das wurde gemacht, damit ich greifen konnte, damit ich Funktion habe in der Hand, weil mit einem Finger kann man Nasen bohren und da ist der Daumen eigentlich auch nicht so der richtige. Das waren auch so die Aussagen von meinem Umfeld. Die haben es alle gut gemeint und die haben alle gewusst, ich bin ein Sportler, ich bin ein guter Fußballer, ich bin ein sehr guter Skifahrer gewesen. Und dann hast du gehört, naja, das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt musst du halt. Einfach Infinite Seaglitch, wie kann der noch 10 haben? Der hat 10, der hat sich unten einen abnehmen lassen und hat den jetzt an der Hand. Da hat er doch immer noch 10, aber nur noch 9 an den Füßen. Also er hat immer noch 10, hä? Wie kann man das nicht verstehen? Der ganze Chat sagt, wie kann der noch 10 haben? Der hat nicht mehr am Fuß dann. Andere Sachen machen und dann habe ich mir gedacht, so schwer ist es doch nicht. Moment. Also, das jetzt mich da so abzuschreiben, das, also ich wusste noch nicht, wie ich das mache, aber mir war klar, das muss ich mir und auch den anderen noch beweisen, dass ich das schon noch kann. Und das war schon mal so das hat mich an meinen, ich sag mal, sportlichen Ehrgeiz gepackt. 1992, also gut 2 Jahre nach dem Unfall, Albertville, dann kam Lillehammer, dann kam Nagano, Salt Lake City, Turin und Vancouver. Und in der Zeit habe ich 22 Medaillen gewonnen, 16 goldene. Und in der gleichen Zeit waren ein paar Weltmeisterschaften auch noch, da habe ich 14 Mal gewonnen. Macht 30 Titel. Für mich war es dann der Skisport, der mir ja mehr oder weniger mich ein bisschen rehabilitiert hat, zurück ins Leben und das hat mir sehr gut getan und jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist ja jetzt schon 34 Jahre her, würde ich mal sagen, das erste Jahr war richtig scheiße mit allem, was so war, rauf und runter und neue Situation, aber danach waren es 33 geile Jahre. Und dafür bin ich sehr dankbar. Krass, schon so lange her, ne? Mit 19 ist auch hart, ne? Mit 19 ist echt heftig, da einen Arm und dann fast die komplette Hand zu verlieren. Das ist nochmal krasser, als wenn du, keine Ahnung, nur mit einem Arm zur Welt kommst. Mit 19 einen Arm verlieren, das ist schon heftig, aber das Beste draus gemacht, ist krass. Kein Meter. Otto. Das wird auf jeden Fall ein geiles Format. Das wird ein sehr geiles Format. Hast du es schon gemacht? Also.
Ich darf jetzt live erleben, wie Stefan Fürth sein Nahrungsfenster öffnet. Hast du es schon gemacht? Ich hab schon gefressen. Ich hab schon gegessen, ja? Vorhin doch. Ja. Oder? Der sieht schon ziemlich fett aus, ne? Ja, ich glaube, der kann was. Ich schmutz mal raus. Das ist der. Ah, nee, das ist kein der Defense. Wilderness. Der Wilderness, okay. Komfort minus 18. Okay. Ja, wird kuschelig. Da fliegen werden wir nicht. Krass, okay, Rucksack gibt's on top. Sehe schon Thermoskanne, ganz wichtig. Paracord. Feuerstahl. Feuerstahl bei Feuer machen bei minus 26 Grad. Schön, dass alle jetzt zusammen sind. Ich habe am Anfang nie gedacht, so bei so einer Liste, ja, wie Leute das dann sind, wenn sie ein echter da sind. Ich glaube, ich weiß, viele haben Hunger mitgebracht. Lass uns erstmal essen, danach hole ich euch alle ab. Wer ist überhaupt in diesem Raum? Was ist der Hintergrund? Aber ich glaube, erstmal was essen und dann ja, könnt ihr vorbeigehen, schon mal sehen, was dann Ausrüstung wartet für die, die es noch nicht haben, bevor ihr euch kennenlernt. Deswegen. Ist einer verpixelt? Ja, da sind ja auch ein paar Leute, Ex-Militärs oder noch Militärs, die nochmal wieder in Dienst gehen könnten, irgendwelche Spezialeinheiten, die dann nicht erkannt werden dürfen. Ruhig, einfach essen. So, I don't know what's the dinner for today, but... Hello, welcome all. Ist der vom KSK, ja. My name is Anna and this is my husband Tony and we are your local hosts. And today we have made you a dinner. It's very traditional Lapis salted reindeer and mashed potatoes with lingonberry jam and pickled cucumbers and some salad. And there was a few vegetarian, please ask the food from me, the warm dish for me, okay? Thank you. Perfect. Enjoy. So, vielen, vielen Dank, wirklich, dass ihr alle da seid. Euch wollte ich einmal wirklich persönlich begrüßen. Hab auch ein kleines Präsent für euch, wo ihr ein bisschen vorsichtig mit umgehen solltet. Ihr werdet es gleich schon sehen. Ja, deswegen fangen wir mit der Sascha an einmal. Und zwar gibt es für jeden Teilnehmer Messer, die ja, es nur einmal gibt. Unfassbar scharf. Ich kann es vorwegnehmen. Zwei Profis. Ich habe so Messerangst. Ich habe so Angst vor Messern. Ich finde das ganz schrecklich, wenn mir das jemand schon sagt, dass die spitz sind. Einmal eine falsche Bewegung machen und du blutest. Das fuckt mich so ab. Ich hasse Messer. Sie haben sich schon geschnitten damit. Oh Gott. Also wenn ihr mit rumspielt. Ich hasse Messer. Ja? Also ich habe auch daheim so wenig Messer wie möglich. Weil okay. Ich habe neulich eins vom Markt bekommen. Ja. Muss ich meinem Dad schenken. Ja. Aber das nehme ich natürlich mit also, dir an. Wir können es ja so machen, ja, in den Rucksack verpacken und einfach nur angucken. Ja, du kannst ja, du nimmst es und dann sagst du, komm Sascha, jetzt hier 5 Minuten, kannst du mit Messer kannst mal ein bisschen spielen, genau. Schnitzen. Wir haben auch Schnittschutzhandschuhe und alles. Passt drauf auf, ist einfach als kleines Präsent, als Andenken. Das ist mit dem, ja, extra angefertigt von so einer... Schreib noch einmal einen dummen Kommentar unter meinen Videos. Ja, schön, dass du da bist. So. Ey, danke, dass du da... Oh mein Gott! Geschnitten? Nee. Ja. Ja! Oh, ich hab gewusst, ich sollte nicht Erster sein. Okay, eine Schwäche, genau. Das kann nicht sein. Ich hasse Messer so sehr. Das war doch sogar in der Messerscheide drin. Wie? Hä? Ja, schön, dass du da bist. So. Ey, danke. Es ist doch da drin? Das ist da. Hä? Wie? Oh mein Gott! Geschnitten? Nee. Ja. Ja. Da ist aber nicht das Messer dran schuld. Nee, natürlich ist das Messer nicht dran schuld. Menschen sind dran schuld. Sieht man ja, wie schnell man sich schneidet. Ja. Oh, ich ist nicht eingerastet. Okay, eine Schwäche, genau. Schwäche, Messer. Erste Verletzung. Dritter, der sich mit geschnitten oh, hat. Oh Mann, ey. Man hat auch in der Hand. In der Hand ist noch am beschissensten, Mann. In der Hand hat man so viele Nerven. Das ist so beschissen, sich in die Hand zu schneiden. Es ist so beschissen, sich mit so einem verfegt spitzen Messer in die Hand zu schneiden. Ich hasse Messer so sehr. Hey, wir haben einen Medic da. Okay, pass auf, bevor wir mit den Tanken. Ey, was hast du getan? Ey, das glaubt doch keiner. Ah.
verdammt! Hey, sorry, dass ich lachen muss, aber ich habe jetzt auch gedacht, hey, du verarschst mich doch jetzt. Nee. Ey, ich wusste es. Deswegen hasse ich Messer. Aber es ist nicht schlimm. Mach erstmal kurz Druck drauf. Ist nicht schlimm, oder? Gucken wir uns nach an. Er hat sich noch nicht angeguckt. Hey, wie ist das gerade passiert? Ey, ich hab natürlich wieder einen dummen Witz gemacht. Da wollte ich es reinpacken, es war nicht drin. Also, der Finger ist noch dran. Okay, also, Finger ist noch dran, ne? Die sollen es besser nicht rausholen. Die sollen es besser drin lassen. Okay. Wir halten es jetzt mal kurz 5 Minuten. Ja. Ja, dass die Blutung aufhört. Okay. Weil sonst das Einzige, was passiert ist, wenn ich es jetzt anschaue und auseinanderziehe, dann sifft es wieder raus. Ja, okay. Ja, und dann sehe ich auch nichts. Ey, ich bin noch nicht mal 2 Stunden hier. Ich habe gegessen, ich habe was getrunken und dann das. Es geht auch noch nicht mehr. Du hast schon was zu essen und zu trinken bekommen. Das stimmt, ja. Stell dir vor, das wäre davor passiert, ne? Der Ärger war so groß. Sehr gut, dass es nicht ins Wasser gefallen ist. Stimmt, ja. Alter, noch Glück im Unglück, oder? Ich kann es nicht glauben. So. Wir haben eigentlich noch einen weiteren Bunde, aber wir haben nur 16 Messer. Das heißt, auf jeden Fall geht auch noch Österreich noch eins. Muss nur noch gerade allerdings produziert werden. Ja, Silent Outdoors quasi der, na nicht Ersatz, sondern wie soll man sagen, Backup, falls jemand von den Teilnehmern nämlich in den nächsten Tagen sagt, boah Otto, ich habe mir das nicht so vorgestellt, ist zu kalt, ist zu anstrengend. Deswegen an euch auch nochmal, dann ist das alles andere als eine Schande, ne, zu sagen, boah Otto, Körper, das ist einfach ein bisschen zu viel. Dann haben wir die österreichische Power, die da steht, oh, das machen wir. Ich bin der Florian, bin 38 Jahre alt, komme aus Kärnten, bin verheiratet und Vater von 4 Kindern. Drehe aber auch YouTube-Videos für meinen Kanal Silent Outdoors, der sich mit den Bereichen Bushcraft, Natur und Fischen beschäftigt. Der Kanal, es wird nicht gesprochen, deswegen Silent Outdoors. Das sind Videos, die Zuschauer mitnehmen sollen. Also ich erzähle eine Geschichte, ohne eigentlich ein Wort zu sagen. Alter, wie geil! Videos, was war das für ein geiles Gerät? Mitnehmen. Wie cool! Der hat was Mechanisches gebaut. Sollen, also ich erzähle eine Geschichte. Das ist eine halbe Farm. Ohne eigentlich ein Wort zu sagen. Ja, wird gerade schon. Und? Jetzt sei doch nicht so neugierig, hey. Ist ja wie beim Kinderkriegen. So, ja, komm, sag. Aber geht, oder? Alter, ich weiß es noch nicht. Lass mir doch mal Zeit. Okay. Der erste ist erklärt. Okay. Der zweite, er. Vor allem, es wird eh so kalt an den Fingern. Die Finger leiden extrem, so oder so. Und jetzt hat er da einen Schnitt drin. Ich will jetzt mit meinen Händen irgendwie reingehen. Das ist tief. Weiß ich nicht. Ich sag's mal so, es ist so tief, dass es blutet. Ja? Also er hat sich ein bisschen Hautlappen reingeschnitten. Also Hautlappen musst du halt immer gucken, wie tief der Hautlappen reingeht. Ne? Weil da gibt es 2 Möglichkeiten. Du kannst den sauber machen, du kannst den zuklappen und du kannst den festmachen und dann wächst das Ding direkt wieder fest. Da musst du nur aufpassen, weil es am Finger ist, wenn er damit rumfummelt, dann ist die Belastung auf dem Finger und dann reißt sie halt schnell immer wieder auf. Ne? Das heißt, wenn es zu tief ist, muss es halt, vor allem wenn er jetzt demnächst noch irgendwie was Sportliches machen will, die nächsten 5 Tage, ja? Muss man halt überlegen, ob man es nähen lässt, damit es besser hält einfach. So geil, ey. Ein Bild für die Götter. Es geht auch nicht mal los, er muss genäht werden, damit es besser hält. Ja, normalerweise, sonst wenn es zu Hause wäre, wäre es egal, würdest du sagen, okay, du klappst das Ding drauf, das Ding hält, ja, zur Not irgendwann fällt der Hautlappen ab, es vernarbt und so weiter. Aber wenn er jetzt halt noch irgendwie was mit der Hand machen will die ganze Zeit, und es ist vorne am Finger. Ich hasse Messer so sehr. Wenn er immer wieder aufreißt und wenn er dann draußen ist, dann kann es sein, dass... Boah, mich schaudert es dann auch immer so. Das willst du ja nicht, ja? So. Also das Schlimmste, was passiert ist, dass du es jetzt noch genäht haben musst. Das macht aber nicht ich, ja? Das macht dann halt einer im Krankenhaus. So, da. Hey. Damit ist einer schon mal ausgeschieden. Nee. So leicht geht das nicht, ja? So leicht geht das nicht. So, jetzt kannst du mal kurz filmen. Ja. 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 Ja, geht. Eine Sache wollte ich noch anmerken, und zwar, wir haben 2 Leute hier im Raum. Einmal hinten rechts mit... Muss nicht genäht werden. QS, nee, ist der Doku. Der Mütze auf und der Sturmhaube drin, obwohl es nicht kalt ist. Den Tom. Tom ist freigegeben worden vom, was dürfen wir sagen? Angehöriger. Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte.
achtet bitte darauf, dass der Tom, wenn ihr irgendwo Bilder macht, nicht zu sehen ist vom... Der wird nicht genäht, oder? ...vom Gesicht her, sondern einfach zu. Wir haben noch jemanden, da kann ich noch nicht mal den Namen nennen. Mr. X in der Ecke, zeig zumindest mal das Gesicht. Genau, da ist es noch wichtiger, gar nicht erst auf dem Bild zu sein. So, ich kann es leider nicht genau, also ne, genau erklären, würde einfach genau schon jedem klar sein, okay, wo kommt ihr her? Also das, man kann irgendwie sagen, natürlich das, was heute noch zu bieten hat. Und ja, guckt einfach, dass die bei, also er nie ganz, nie auf gar kein Bild drauf ist und bei ihm nur mit Bedeckung, ja. Ansonsten sind sie ganz nett, sehr freundlich, können bei allem unterstützen, stehen auch mit Rat und Tat da zur Seite. Nur da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir da dann ja, die beiden Jungs nicht mit drauf haben. So, ansonsten, ich habe ein, zwei Leute, zu denen ich noch was sagen wollte. Erstmal schön, dass ihr da seid. Die Cabin hier ist so diese ja, große eine Ansammlung. Wir verlegen nachher rüber, wo wir die Unterkunft haben, nachdem jeder seine Ausrüstung bekommt. Dabei gebe ich gleich an Sebo. Sebo. Also ich bin der Sebo. Ich habe versucht, die Ideen, die von allen Seiten eingeprasselt sind, irgendwie zusammenzufassen. Also ich habe verbrochen, was ihr erleben werdet teilweise. Seid mir bitte nicht so sauer. Ich hoffe, es macht Spaß, weil ich glaube, es ist absolut geil. Wichtig ist, dass ihr morgen alle euren Skianzug, den ihr mitbringen solltet, dabei habt. Also die Wechselklamotten, die ihr, wenn es nass werden sollte, benutzt. Das ist Sebo, ja. Das ist nicht unser Sebo. Sieht man ja offensichtlich. Das redet doch ganz anders. Außerdem ist unser Sebo deutlich älter. Der ist viel zu jung. Das kann Sebo gar nicht sein. Das ist nicht der Sebo, mit dem ich Clash of Clans spiele. Das ist nicht Sebostian, okay? Man muss doch sagen, und Sebo wird alles vormachen. Also, und kaltes Wasser ist meine Nemesis. Ich würde so. Endlich. Habt ihr es? Gut. Ja. Du gibst mir vielleicht was von deiner Superkraft, Stefan. Das wäre gut. Mit dem kalten Wasser. Das war ein Spezial auf Landesweise. Also, wir testen jetzt Jared's Sleeping Bag. Wir haben jetzt nämlich herausgefunden, dass es ein One-Size-Paket ist, also ja. Kein Extra-Large. Ja. Und wie groß bist du? In Meters? Yeah. Ich habe da ganz eng reingepasst. Und der ist ja nochmal größer. Also wirklich, das war das Problem, der war so gespannt an den Schultern, weil das ein One-Sizer war. Der war so gespannt an den Schultern, dass dadurch kühlt man ja auch mehr aus. Der muss ja luftig sein, damit der wärmt. Ja, genau, der ist sehr eng, also für mich schon. Und da sind ja Stefan Pütz und Evil Jared, die sind ja nochmal größer als ich. Das wird gar nicht passen. Ja. 6'4". Ja, also ich muss schätzen, irgendwie 6'5". Ach so, 6'5". Okay, er hat's reingeschafft. Your head's supposed to go inside it too, right? Oh, you have a big advantage actually with the sleeping bag. You can put out your arms outside and yeah? It's... Really? I guess it's on that one. Genau den gleichen Struggle hatte ich auch. Witzig. So, right arm from there. Oh, yeah. It's good. Take care of the fire in my day. Well, I don't think this is supposed to go out. This is so other guys can come and routine to give you the wank. I'm pretty sure. All right, well, that's... Mit Klamotten wird's noch enger. Ja, wir haben ja auch mit Jacken noch da drin geschlafen. Mit Jacken und Schuhen und allem, ne? That's, I can see where that would come in handy. Yeah. Okay. Mission erfolgreich abgeschlossen. Er passt rein. Er hat ihn gar nicht zugemacht. Und ist fein? Passt nicht rein. Ist fein? Oh, ist schneller, Kollege. Ich bin ein Rettbär. Ja, was machen wir gerade? Wir machen das hier aus. Würde 24/7 drin bleiben bei der Kälte. Das Fieseste ist auch, du schläfst da drin mit all deinen Sachen. Du schläfst da mit der Jacke drin. Du schläfst da mit den Schuhen drin. Du schläfst da mit deiner. Mit dem Pullover, mit dem Vlies noch drin. Das heißt, du hast fast alles schon an, was du anhast. Die Hose, alles, okay? Dann steigst du da morgens raus. Ziehst die komplett durchgefrorene Winterjacke noch an, also du hast ja diese Windbreaker-Jacke an, dann ziehst du die richtige Jacke an und dann bist du da schon, du kannst dich nicht wärmer machen, das ist dann schon Ende. Und aus so einem gewärmten Schlafsack rauszugehen und draußen sind minus 30 Grad, ist echt unchillig. Muss doch mal auf Toilette.
Das ist mein Gesicht und meine Stimmung am ersten Tag, Trainingstag. Ich bin gespannt auf den direkten Vergleich, wenn ich wieder hier bin. Ich weiß nicht an welchem Tag, aber mein Finger geht's. Ich habe vorher noch was ausgepackt und dann habe ich so Druck drauf gehabt. Das hat kurz wehgetan, das war scheiße. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass sehr gut verheilt ist über Nacht. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr guter Dinge, ja. Mhm. Aber guck mal, wir sehen alle gleich aus. Ja. Ey, ich freue mich. Also, ich beobachte Stefan schon die ganze Zeit. Ich versuche auch, das auf den Teller zu kriegen, was er so isst. Schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich auch Bock drauf. Okay. So, Kamera-Zeiten sind weg. Oder? Sascha auch dabei, so geil. Steh wieder stark. Gut. Wie geht's im Knie? Die Jacken sind auch nice. Ich habe meine gerade zur Reinigung gebracht. Durch den ganzen Dreck und die Kohle am Feuer. Wenn du irgendwie dein Wasser oder dein Eis schmilzt oder Wasser warm machst oder eine Brühe machst, ist ja überall unglaublich viel Ruß da. Oder du musst das Feuer nochmal umlegen. Das war so viel Kohle, so viel Ruß. Ich meine, unsere ganzen Jacken waren am Ende einfach schwarz. Ich habe die gerade zur Reinigung gebracht. Ja, es wird wieder schlimmer, oder? Nach unserem Unfall? Echt? Nein, das ist Paulina. Meine mittlerweile. Wie lange ist es schon her? Hilf mal. Sechsjährige Freundin. Ja. Und ja, wir gehen durch dick und dünn. Wir sind also ein super Team. Also ich war ja mit Otto auf der Sandmasters Wildinsel im gleichen Zimmer. Wir haben uns super verstanden. Ich wäre natürlich deswegen sehr gerne dabei gewesen, weil Otto als Zimmerkollege oder Kamerad habe ich natürlich motivieren können. Und ich habe gesagt, ich bin bei jedem... Sechsjährige Freundin, stimmt, kann man auch falsch verstehen. Spaß zu haben, den du machst. Ich bin immer am Start. Und ein Mann, ein Wort. Ich habe versucht, das Ganze einzuhalten. Das ist meine sechsjährige Freundin. Stimmt, mir gar nicht aufgefallen. Ja, falsch formuliert. Aber wir wissen, was gemeint ist. Aber, so wie das Schicksal so will, vor gut 2-3 Wochen kommt der Ehrenmann Stefan Pütz. Oh, das will ich nicht sehen, das kann ich auch nicht sehen. Das bringt doch nichts. Ich bin gut dehnbar, Bro. Du stinkst, Mann. Boah, das will ich nicht sehen, ich hasse sowas. Aber er macht es gut, er gibt nicht einfach den Rücken her. Er dreht sich raus, er weiß, es ist Gefahr. Ich merke das, gell? Ja! 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 Scheiße! Aber stell dir auch mal zum Körper gehen. Oh Mann, das will ich doch nicht sehen! Hat man's knacken gehört sogar? Was für ein Scheiß! Oh Mann, ey! Oh, das ist ekelhaft. Oh, Scheiße. Ist da wie rausgesprungen. Ja? Ja, ist natürlich eine falsche Bewegung. Ja, führt zu schlimmen Schmerzen auf alle Fälle. Vor 2-3 Wochen haben wir leider das MPFL-Band gerissen im Knie. Und dann habe ich sofort Otto angerufen und gesagt, Otto, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, du hast die Story gesehen. Band ist abgerissen, aber halt mir den Platz frei. Bis zum letzten Tag. Und Reha, also Kai Pflaume hat mir wirklich super Ärzte da empfohlen. Ich war bei super Ärzte-Team. Und ja, wirklich die besten Ärzte. Und bin herumgefahren, habe alles gegeben, damit ich einfach fit bin. Reha, alles, volles Programm. Und dann ein paar Stunden davor oder 1-2 Tage davor gesagt, Otto, leider, es geht einfach wirklich nicht. Was soll ich machen? Aber ich komme vorbei, ich unterstütze das Projekt vor oder hinter der Kamera, wo ich unterstützen kann. Ich bin da. Man sieht nur bei manchen, die waren schon ein bisschen im Einsatz. Otto zum Beispiel, sein Anzug komplett dreckig. Hier der Anzug. Hier war jemand mal richtig geil auf dem Bauch runterrutscht, hatte ein bisschen Spaß schon. Ist aber auch wichtig. Auch mal Kind. Ja. Die sind noch weiß, ey. Wir waren am Ende schwarz, ja, grau. Wenn man aufhört zu lachen, läuft was falsch im Leben. Ja, ich habe auch extra meinen Bart wachsen lassen, dass ich im Gesicht nicht so frieren kann. Das ist mein Bart nach 3 Wochen. So, jetzt alle bitte die Jacke herstellen, den Carinthia-Patch von der linken Seite abmachen, auf die rechte Seite aufsetzen, sodass wir gleich hier die Team-Patch drauf machen können. Ansonsten legt die Rucksäcke weg, guckt, dass ihr gut aussieht. Wir gehen runter und dann geht's los. Friert man in der Jacke noch trotzdem?
Also wenn, könnte man noch so Windbreaker drunter ziehen. Es ist immer ein Kampf gewesen. Also du kannst es so warm machen, wenn du in Bewegung bist. Du musst ja auch deinen Schlitten ziehen und durch den hohen Schnee. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Das ist ja so anstrengend wie Joggen oder Fahrradfahren. Du bist, die größere Gefahr ist nicht das Frieren, sondern dieses nicht zu heiß werden. Hast du alles offen, wirst du zu kalt und wirst krank und das Ding ist durch. Hast du alles zu und du musst marschieren, wird's zu heiß, du schwitzt und dann bist du nass. Und wenn du dann am Lagerfeuer abends chillst und du bist komplett durchgeschwitzt und dein T-Shirt ist klitschnass, dann wirst du auch krank. Das heißt, du musst die ganze Zeit die Hose, die Beine aufmachen, die haben so Durchlüftungsdinger, Jacke ein bisschen auf, Windbreaker anziehen, Windbreaker ausziehen, Handschuhe auf und zu, Mütze rein, raus. Du musst die ganze Zeit gucken, dass du weder zu kalt noch zu warm wirst. Das ist schon stressig, das wusste ich so auch nicht. Das ist sogar nervig. Du musst einmal einen Berg hochgehen, ist dir zu heiß. Dann chillst du mal kurz und isst, wir machen 3 Minuten Trinkpause, wird dir zu kalt. Das ist, ja, das ist schon, das hat man so gar nicht auf dem Schirm. Man denkt nur, oh, es ist kalt, ich will nicht frieren, aber es geht darum, auch nicht zu schwitzen. Machst du mit Eli Sam vs. Wild dabei? Ich wäre sofort dabei. Aber Eli hat irgendwie Angst vor Bären. Aber ich glaube, das ist auch eine Ausrede. Gut, ich weiß, ihr seid alle gespannt. Wer wird euer Partner für den Arctic Warrior 2023? Ich hoffe, wir machen jeden irgendwo damit glücklich. Und ich glaube, wir haben, und ich bin 100% davon überzeugt, dass wir richtig geile Teams haben. Ich würde als erstes bitte gerne den unsympathischen TV nach vorne bitten und den Otto. Unser Team Lila, Laila macht geiler. Wir sind so beide Typen, wir passen da gar nicht in. Ja, das glaubst du an mir tatsächlich. Ich war im Fitnessstudio. Ja. Dann, die werden sich alle einmal warm anziehen da draußen. Otto hatte mal, also immer noch, aber hatte auch mal völlig bescheuerte Kraftwerte. Völlig krank. Also wirklich völlig, völlig absurd. So 150 Kilo Bankdrücken oder so eine Scheiße. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, ich weiß, Otto weiß auch nicht, dass er eine angezogene Handbremse mit sich hat. Als nächstes bitte ich den lieben Tom nach vorne. Tom, wo ich herkomme, darf ich nicht sagen. Und was ich mache, darf ich auch nicht sagen. Geiles Intro. Ich habe vor allem eine Gebirgs-Winterkampfausbildung genießen dürfen und eine Klimazonenausbildung, die exakt auf das, was hier beim Arctic Warrior gebraucht wird, passen. Wir haben überlegt, dem mit dem Wissen, wen geben wir dir an die Seite. Wir haben uns für die liebe Yvonne entschieden. Also alle Leute vom Team haben schon gesagt, wow, du hast Tom, du bist in guten Händen, der ist wirklich super. Und klar, ich habe das jetzt natürlich noch nicht alles so gesehen, das werden wir dann in der Wildnis wirklich sehen, ob sich das wirklich hier bewährt, aber ich fühle mich erstmal sicher. Tatjana! Arctic Warrior ist so ein klasse Projekt. Ja, es ist ganz toll. Leute, ihr könnt auch mal schön Support da lassen, ne? Hier einfach auch mal liken, Kommentar schreiben, Kanal abonnieren. Das ist auch wahnsinnig teuer, sowas und aufwendig, sowas auf die Beine zu stellen. Also wirklich, da müsst ihr mal Support da lassen, ist einfach so. Ich bin die Tatjana, komme aus Österreich, genau zu sagen aus Kärnten und bin seit 8 Jahren beim Bundesheer. Zum Bundesheer bin ich eigentlich gekommen, muss jetzt sagen, durch eine Bekannte. Ich wollte zuerst zur Polizei gehen und die hat dann gesagt, schau dir doch einfach mal das beim Bundesheer an. Gesagt, getan. Alle schreiben Ort. Ich habe mir auch Ort gedacht. So gut. Warum lachst du? Ich find den Akzent einfach toll. Sowohl Österreich als auch Schweizer. Ich könnte den ganzen Tag zuhören. Diesen Girls, die was wir haben, in die verschiedenen Kasernen angeschaut, sofort. Verstehst du ein Wort? Aber einige Sätze verstehe ich nicht. Ich kann mir aber oft so den Inhalt denken. Ja, aus dem Kontext kommt man meistens drauf. Den Vertrag unterschrieben. War genau meins.
Du bekommst die Maschine Stefan Pütz. Er kann, ich fange mal so an, was er von mir lernen kann, ist definitiv, weil das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist hergekommen und hat gesagt so, du kannst aber eh Feier machen, oder? Also schätze ich mal, da können wir schon lernen. Ich habe es ihm heute nämlich schon kurz gezeigt, wie es funktioniert und habe ihm auch darauf hingewiesen, dass ich es einmal mache und dann die nächsten Tage kann er das immer wieder schön probieren. Also ich glaube, das wird für ihn auch ein Erfolg sein, weil ich glaube, das kann er nicht. Philipp! Für dich natürlich extra blau-weiß. Ich hoffe, das kommt dir entgegen. Ja, ich bin der Philipp, bin 26 Jahre jung und komme aus dem schönen Allgäu. In meinem Alltag bin ich natürlich beruflich viel unterwegs. Hey, was ist Allgäu? Wo ist das? Also irgendwo im Süden wahrscheinlich, aber wo genau? Ich bin Bayern. Zeitsoldat im Hochgebirgsjägerzug. Mich macht zum Profi für den Arctic Warrior erstens meine Ausbildung bei der Bundeswehr. Gerade in dieser Klimazone waren wir schon viel unterwegs. Ich habe verschiedene Lehrgänge besucht, Bergrettungslehrgänge, Sommer wie Winter. Ich bin ausgebildeter Luftretter bei der Bundeswehr. Und darum denke ich, dass ich das meinem Schützling sehr gut weitergeben kann. Und damit wir auch in der Geschichte bleiben, bitte ich ihn lieben. Geiler Bart, Philipp. Der wird auch noch während der Staffel so geil einfrieren bestimmt. Bauweiß. Das bayerische Team. Aber hallo. Korrekt. Dann bitte Manuel, der Buschwerker. Ich komme aus dem wunderschönen Oberfranken, ehemaliger Zeitsoldat und ja, habe einen Outdoor-, Survival- und Fieldcraft-YouTube-Kanal namens Buschwerker. Warum ich ein Profi bin, das müsst ihr in erster Linie Otto fragen, denn ich habe mich ursprünglich als Wildcard beworben. Willkommen bei Buschwerker, ich bin der Manu und das ist meine Bewerbung für den Arctic Warrior. Ich kann laufen, ich kann beißen, es ist für mich kein Problem, wenn es mal wehtut, wenn es kalt ist, wenn es nass ist. Ich bin physisch und psychisch in der Lage, das zu überstehen, da mitzuziehen und auch meinen Mitstreiter dann nicht zu gefährden. Durch meine Zeit bei der Bundeswehr, bei den Heeresaufklärern, lag mein Schwerpunkt natürlich auch auf Weitlaufen, viel Gepäck, Überleben in ja, harschen Zonen, Gebieten. Schon im Stream hieß es im Chat, das ist aber kein Anfänger oder auch kein Buddy. Gut, damit habe ich eigentlich meine Chance so ein bisschen flöten gehen sehen. Dann habe ich allerdings relativ zeitnah bei Instagram eine Nachricht gehabt von Otto. Otto hat mich angerufen und gesagt, Manu, pass auf, wir hätten dich unglaublich gern als Profi dabei. Und du bekommst den Alex. Ruf los, Cat. Alex, wir hocken das. Ich glaube, wir ergänzen uns in einer Sache ziemlich gut. Manu ist eher so der Soldat, so getrimmt auf Survival und Ordnung und ja, Überleben und Sicherheit. Und bei mir ist es so ja, ich kletter erstmal auf einen Güterwaggon, fahre mal 700 Kilometer und schau, was passiert. Als nächstes sein einmal natürlich grün für Infanterie, ne? Ich bin der Schein, 35 Jahre alt, seit 2009 bei der Bundeswehr. Jetzt mittlerweile in der Zeit eben diverse Lehrgänge besucht, Übungen, Einsätze, die mich halt eben auf solche Herausforderungen wie hier, so lebensfeindliche Herausforderungen, gerade mit der Kälte, in gewisser Weise vorbereitet haben. Hochgebirgslehrgänge, Einsätze, Afghanistan minus 20 Grad. Und ich denke, das hat mich so ein bisschen vorbereitet auf Situationen wie diese. Haben wir uns das sind alle solche Call of Duty Charaktere, stimmt. Franziska. Ihr steht schon gut, aber ich würde das gerne noch ein bisschen tauschen. Hauke, geh du mal bitte da in die Mitte. Also ich heiße Hauke Kühl, ich bin mit 17 schon zur Bundeswehr Fallschirmjäger.
habe dort auch Otto und die anderen kennengelernt, war nach der Bundeswehr auch mal in der Fremdenlegion. Fremdenlegion ist krank. Ich war Fallschirmjäger, ich war in der Legion, ja, ich weiß nicht, ob mich das zum Elite-Soldaten macht. Es macht mich einfach zu einem erfahrenen Soldaten, denke ich, der das nötige Know-how mitbringt. Ja, war deswegen auch ganz froh, dass Otto mal angerufen hat, dass ich mal wieder rauskomme und nur mal gucken kann, ob ich es noch drauf habe. Und jetzt der Melo bitte noch nach außen. Mein Name ist Melo, bin 37 Jahre alt. Ich komme vom Bodensee. Ich bin Survival-Ausbilder der Bundeswehr und ein guter Bekannter von Otto. Ich finde, für mich persönlich ist die Arktis mit Abstand die gefährlichste Klimazone, aber auch die Klimazone, in der ich mich tatsächlich am wohlsten fühle. Und dann haben wir eigentlich die Team. Ich weiß ja nicht, was ich für einen Partner kriegen werde. Ich hoffe, einen relativ ruhigen Typen, der klar im Kopf ist. Ich hätte keinen Bock, da mitzumachen, weil ich Angst habe, dass danach meine Snapchat-Flammen weg sind. Unser Team. Melo und Lolo raus. Er ist hoch mit Scheiße, aber vielleicht nützlich. Das wird interessant, das wird lustig. Er kann mich dann auch gerne fertig machen. Habe ich kein Problem. Ich schub sie einmal in den Schnee, das ist gut. So geile Teams. So ein geiles Projekt. Nee, wenn Otto gerade nicht da ist. Ich habe mir extra eine Frage aufgespart. Die spare ich, also die erzähle ich euch jetzt. Ich weiß noch nicht, wie man draußen richtig aufs Klo geht. Also Otto, falls du das siehst, das wird, sobald wir, und das schwöre ich dir, die ersten Meter gemacht haben, nur zu zweit, die Frage kommt direkt. Direkt. Hört mir jetzt jeder genau zu. Oh, wir wollen die nächste Folge nicht gespoilert werden. Ja, ich habe es mir, sehr gemütlich gemacht. Die anderen hatten ja teilweise auch die Taktik bei Nerd in the Dirt nahezu das gleiche gemacht. Einfach 4-5 Tage lang nicht zu scheißen. Ich glaube, Strobel hat es geschafft. Strobel hat es einfach 5 Tage nicht geschissen. Einfach mal so. Und ich bin sehr, 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 sehr weit weggegangen vom Lager, weil ich auch da meine Ruhe haben möchte. Dann ist es so, dass ich mir den größten Baum gesucht habe, wo man sich dann schön gegenlehnen kann. Alles ausgezogen, sogar Jacke ausgezogen. Da soll nicht irgendwie noch ein Zipfel noch da runterhängen oder so. Richtig alles ausgezogen. Das hat dann grandios funktioniert. Und am Ende musst du dein Klopapier abbrennen, weil es da eine No-Trash-Policy gibt, auch wenn das biologisch abbaubar war. Musstest du dann die benutzten Klopapier einen Haufen bilden und den dann abbrennen. Hat aber gut funktioniert. War extrem befreiend, aber auch sehr kalt. Also sehr kalt. Ey, sehr geiles Format, unterstützt das gerne. Liken, Kanal abonnieren, das wären richtig geile Folgen. Das war jetzt nur das, wie es losging, die Teams und so weiter. Richtig, richtig nice.